Meine lieben Leute, es ist mal wieder soweit. Nein. Ich hatte ein Herr und Frau Müller Problem. Doch. Wer mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich ab und zu in meinem Leben mit dem Kundenservice in Deutschland zu tun hatte oder habe. Und ich sag mal so, das läuft scheiße. Ich habe ja immer mal wieder Probleme. Ja, also ich hatte mal einen Computer, dann war ich bei der Post, dann hatte ich was mit dem Auto und jetzt ist es halt das Internet. Ich bin vor kurzem umgezogen und da muss man auch neues Internet bestellen oder zumindest umbestellen. Ich dann schön Glasfaser bestellt zu Hause, sage ich jetzt mal so, ja. Glasfaser ist ja jetzt das Internet der Neuzeit. Gerade in Deutschland, wo das Internet noch sehr jung und frisch ist und knackig, da ist man natürlich mit Glasfaser einer der Coolen. Ich bestell das, die Leute sagen, yo, machen wir. Und dann kommt das nach Hause und dann löppt alles, ne? Jetzt hat 2 Monate alles funktioniert. Ich war dann 1 Monat mehr oder weniger unterwegs. Dann komme ich nach Hause, denk an nichts Böses und möchte einfach nur zocken und es klappt doch alles, ne? Ich zock und zock und zock. Positiv denken. Und es wird gedaddelt und geplayed und Netflix, Diggi. Es ist alles nice. Und das Ganze hat gehalten ungefähr 2 Wochen. Wir schreiben jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme den 12.10. 2023 und am 17.10.23 ist die Katastrophe passiert. Wie ein Tsunami hat mich die Störungswelle des Internets getroffen. Es ging nicht mehr. Von heute auf morgen, knips, knaps, knubbidi, knups, ist die Scheiße einfach ausgegangen. Also ich habe erst mal geschrien. So, dann bin ich zum Router gegangen, dann habe ich das in den Stöpsel gezogen und habe ihn wieder reingesteckt, ja? Und dann wartet man. Bis die Lampen wieder leuchten. Gehst wieder rein, merkst, aha, es geht für 2 Sekunden, perfekt. Loggst dich wieder ein, machst alles wieder, sagst im Discord Bescheid. Ey, Jungs, sorry, dass ich gerade nicht da war, Internet. Wieder weg. Wieder weg! So, und am Ende des Tages, ich mich dann wieder ganz kurz irgendwie, ich wollte noch irgendwas am PC gucken und kann mir nichts sehen, ich gehe da einfach ran, alles gut, es hat alles wieder funktioniert. Und dann habe ich mich irgendwann ins Bett gelegt und war alles super. Ich dann wieder mich an den PC gesetzt, Sonntag, ne, Sonntag früh, denk an nichts Böses, wieder ein bisschen am Zocken, ein bisschen Tarkov, Digga, ein bisschen Hideout-Management, dann auf einmal wieder weg. Dann wieder zum Router gegangen, Stöpsel gezogen, wieder reingesteckt, warten, bis die Lampen blinken. Dann ging aber nichts mehr. Dann habe ich wieder nach Störungen gegoogelt. Es gab irgendwie nicht so wirklich was Eindeutiges. Und dann dachte ich mir so, okay, was machst du denn jetzt auf den Sonntag? Dachte ich mir so, ja, wird dann schon wieder. Bin am Montag ja hier im Büro gewesen, habe hier gelivestreamt und gearbeitet und habe dann natürlich dann auch von dem weiteren Ausfall gar nichts mehr mitbekommen erstmal. Ab jetzt müsst ihr zuhören. Ab jetzt geht quasi der Film los. Ich komme nach Hause, denke mir so, okay, scheiße, das Internet geht ja immer noch nicht. Okay, was mache ich jetzt? Jetzt rufe ich aber mal an. Erstmal natürlich, irgendeine NPC-Stimme an der Strippe gehabt da. Es war wirklich alles entspannt. Wir waren auf einem sehr entspannten Level. Steckt das LAN-Kabel welchem Eingang steckt denn das LAN-Kabel in Ihrem Router? Und dann sage ich, in LAN 1. Dann sagen die, ja, loggen Sie sich mal in Ihre Oberfläche von der Fritzbox ein. Und die erklären das für Kinder. Die erklären das für Leute, die nicht lebensfähig sind, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Sie sehen dann an der linken Seite verschiedene Reiter. Da steht dann Diagnose, dann steht da System. Bitte sagen Sie mir einfach, wo ich draufdrücken muss. Wir halten fest, das erste Gespräch, wir haben noch ein paar mehr. Kleiner Spoiler, es wird mehr als ein Gespräch geben. Der Fehler, der dann in der Diagnose, in den Ereignissen dann angezeigt wird, du kannst ja dann alles einsehen, was gibt es hier für Fehler, gibt es so ein Ereignis, Feld, sage ich jetzt mal, und dann steht da PPPOE. Wir kennen ja alle Power of Evil, das ist ein Kollege von mir, mit dem hat das nichts zu tun. Das bedeutet also, es gibt ganz verschiedene Schnittstellen vom Internet auf dem Weg zu mir nach Hause in die scheiß Fritzbox und eine davon funktioniert nicht. Man weiß nicht, welche dieser ganzen Wege blockiert ist bei PPPOE. Ah, okay, ich weiß jetzt an dieser Stelle auch nicht weiter. Ich leite sie mal weiter. Ich krieg also Mucke. Und nicht nur eine Minute, sondern 20. 20 Minuten später. War dann also die zweite Person, mit der ich spreche. Aber es ist immer noch das erste Telefonat, nicht vergessen. Ja, wir kommen jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter. Das bedeutet, wir schicken Ihnen Techniker. Wir werden jetzt aber hier nochmal checken, ob der Fehler vielleicht woanders liegt. Das bedeutet, Sie kriegen jetzt am nächsten Morgen Bescheid, ob ein Techniker kommen muss oder nicht. Dann
bin ich aufgewacht, dachte, ach Mensch, heute wird wieder ein guter Tag. Frage ich halt nach, so, ey, wie sieht's aus? Heute soll ein Techniker kommen. Nee, also den Technikertermin haben wir jetzt noch nicht fertig gemacht. Und es könnte jetzt auch frühestens am Donnerstag jemand kommen, ich so. Also dann rede ich mit der Dame und die sagt mir, ja, also eigentlich muss ich Ihnen jetzt einen neuen Router zuschicken, weil wir glauben, Ihr Router ist kaputt. Dann habe ich tatsächlich auch diese Sendeverfolgung bekommen und dann gucke ich da rein und steht da die falsche Adresse drin. Wir haben hier noch Ihre alte Adresse von vor 3 Jahren. Ich so, hä, sind Sie, hä? Ja, als Lieferadresse haben wir jetzt hier noch die So-und-So-Straße, Nummer So-und-So. Und ich so, hä, das kann doch gar nicht sein. Bitte ändern Sie das. Ja, das machen wir dann noch wann anders. Ja, das machen dann die Kollegen. Ich so, warum machen das die Kollegen, bitte? Aufgelegt, gut. Guck dann in diese Sendebescheinigung rein und denke mir so, hä, warum steht da die falsche Hausnummer? Ich rufe also wieder an. Yo, ihr habt die falsche Hausnummer angegeben. Sitzt dann da also wieder, hör Mucke. Und ich war ungelogen, Viertelstunde. Ich war eine Viertelstunde in der Mucke. Dann sagt er zu mir, ich habe jetzt eine Nummer gefunden. Und ich so, ja cool. Haben sie da angerufen und kurz die Adresse ändern lassen? Nee, ich würde ihnen die jetzt geben. Die Telefonnummer, die sie mir gegeben haben, hat nicht gestimmt. So, dann habe ich gegoogelt, dann habe ich die Nummer gefunden. Leider sind alle unsere Leitungen belegt. Das ist auch die größte Lüge des Jahrtausends, oder? One moment, please. Ich dann denke mir so, ich habe dann auf einen Anrufbeantworter gesprochen. Ich habe gesagt, meine Sendennummer ist 0190 6 mal die 6. Kam auch mehr oder weniger schnell eine Rückmeldung. Ja, wir sagen dem Fahrer Bescheid. Und ich schwöre bei Gott, ich war noch nie in meinem Leben so verzweifelt, weil ich wohne in so einem Neubau, ja? Und bei uns im Haus ist es so, du kannst nicht einfach am Klingelschild klingeln, also steht nicht einfach der Name. Du musst per Touchpad erstmal den Nachnamen eingeben. Und ich dachte mir schon, da läuft irgendetwas schief. In dem Wissen, was habe ich gemacht? Ich bin mit Badeschlappen und Jogginghose, habe ich mich draußen an die Straße gestellt und gewartet und gehofft, dass ein Auto anhält. Wie ein Mensch, der darauf hofft, dass jemand anhält und man Leistung, Hey, looking for a good time, sweet cheek? Also so stand ich da. Ich stand da eine Dreiviertelstunde. Ich stand eine Dreiviertelstunde in der Kälte, im Dunkeln. Da sind die Omas aus den Häusern gekommen, haben mit ihren Hunden, sind mit ihren Hunden da Gassi gegangen. Die haben die Straßenseite gewechselt, weil die mich gesehen haben, weil die gedacht haben, was ist das für ein Penner? Dann hält da so ein kleiner Minitransporter vor meiner Tür an. Und ich dachte so, Herr Becker, ich so, ja, nimm das Paket. Geh da hoch, pack das aus, ne, schön alles ausgepackt und hast du nicht gesehen, da ist eine Anleitung dabei. Ah ja, den Schritt machen wir jetzt. Aha, Kabel rein, aha, LAN 1, das in mein Arschloch. Und dann geht's weiter. Wieder alles gemacht, hat nichts funktioniert. Ich also zum Hörer gegriffen. So, ich dann also wieder mit einem sehr netten ITler gesprochen. Das Geile ist an diesen ITlern, sind die Ruhe selbst, aber sie sind auch, also sie haben gar keine Empathie. Weil ich war ja schon an einem Punkt, wo ich seit 2 Tagen damit beschäftigt, wo ich den ganzen, ich habe 7 Stunden auf den Router gewartet. Und er dann natürlich alles nochmal, ja, wir machen das jetzt hier, wir kriegen das hin, Herr Becker. Ja, also Sie müssen jetzt das in LAN einstecken. Ich so, bitte, machen Sie es nicht. Sagt er so, oh ja, ich sehe jetzt hier auch wieder diesen PPPOE-Fehler. Ja, dann vielleicht ist es doch nicht der Router. Dann sagt er zu mir, und da ist mir zum allerersten Mal komplett die Puperze geplatzt. Da sagt er zu mir, ich habe ja so eine Special-Nummer für die Technik-Hotline bekommen, wo ich dann also bei der Technik-Hotline anrufen kann und die TechnikerInnen bei der Technik-Hotline sollen mir dann ja mit meiner Technik helfen. Ich muss mich kurz zusammenreißen. Okay, das müssen die Technikkollegen aus der anderen Abteilung machen. Die sind aber nicht mehr da. Mit denen müssen wir dann einen Termin machen. Und wieso können wir den Termin nicht jetzt machen? Weil die Leute, die für diese Abteilung die Termine machen, auch nicht mehr da sind. Ich habe es dann tatsächlich gestern alles mal nachgezählt. Ich hatte gestern Abend 19 Gespräche. 19 Gespräche mit dem Internetanbieter, mit dem Lieferdienst, noch mit irgendjemandem. Okay, but it'll cost you. Ich kotze so hart im Strahl. 19 Telefonate hatte ich. Wir haben ihn schreiben erst Dienstagabend. Da sind wir zwar noch nicht bei den 19, aber der sagt zu mir, ja, morgen früh kann jemand für Sie einen Termin machen, nachdem ich eine Woche gefühlt schon kein Internet habe. So, dann war Mittwoch. Alle sagen was anderes. Der sagt, ich brauche das. Die Person sagt, ich brauche einen Router. Die sagen, jemand muss vorbeikommen. Ich habe gar keinen Plan, was hier abgeht. Bitte sagen Sie mir einfach, was jetzt gemacht werden soll. Ja, also ich kann Ihnen jetzt anbieten, dass wir morgen früh von den Kollegen einen Termin machen lassen. Dann morgen. Hey, du, wir wollen, dass es sofort wieder bei dir zu Hause funktioniert. Also dementsprechend setzen wir uns jetzt dafür ein, dass es läuft. So, und dann hat die gesagt, okay, wir kriegen das irgendwie hin. Ich schau mal. Und dann habe ich irgendwie einen Anruf bekommen. Ja, es könnte jetzt in 2 Stunden, oder nee, innerhalb der nächsten Stunde könnte jemand bei dir sein. Ich so,
Geil. Dann kommen da zwei Handwerker, also zwei Techniker, waren zwei recht junge Herren. Der eine wirkte super offen, also hatte auch eine gewisse Kompetenz ausgestrahlt. Und der andere gar nicht. Der andere stand einfach nur mega creepy in meiner Wohnung rum und ist auf und abgelaufen. Ich hatte das Gefühl, er guckt gerade, was er vielleicht am Ende klauen könnte. Der stand dann nur und hat sich umgeguckt. Und der andere die ganze Zeit mit seinen Geräten und hier so piep, 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 Anschluss gecheckt. Aha, hier und da ein bisschen mit mir geredet, ab und zu mal telefoniert. Der andere wirklich immer nur... Hä, was will er? Alles gecheckt, ist das heile. Er hat nichts gefunden. Er meinte, ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass der Router die Einwähldaten von ihrem Internetzugang nicht annimmt, der neue Router. Da hat er auch gefragt, haben sie neue Zugangsdaten bekommen? Und ihr müsst nochmal verstehen, ich habe ja keinen Plan. Wenn mir Leute was erzählen, muss ich das ja glauben. Nee, du... Sorry, nichts bekommen. Ja, dann fragen Sie da nochmal nach. Das Telefonat, was ich dann geführt hatte, dann nach dem Besuch der Techniker, ins Nichts ging. Also es hat irgendwie gar nichts gebracht. So, es war so, okay, gut, dann lege ich jetzt auf. Dann saß ich wirklich zum allerersten Mal in der gesamten Historie dieses ganzen Prozesses, saß ich da und ich dachte mir so, emotional death. Und dann habe ich halt der Frau geschrieben, die hat mich dann zurückgerufen. Also ne, hier Insta, Twitter-Dings. Und dann hat sie gesagt, ich werde sie jetzt an eine Expertin weiterleiten, die, Die versucht ihnen nochmal richtig auf die Sprünge zu helfen. An dem Punkt, ich war nur noch verzweifelt. Ja, ist denn das Kabel im richtigen Anschluss drin? Ich kann mir vorstellen, dass das wichtig ist für deren Diagnose in ihrem PC. Aber wieso hat das bisher nicht eine Person aufgeschrieben? Wieso hat nicht einer richtig aufgeschrieben, was bei mir passiert? Ruft die dann wohl scheinbar da irgendwo an und dann ruft sie mich zurück. Also nochmal, der Techniker war gestern bei mir. Am gleichen Tag habe ich mit dieser Person geredet, ja, die jetzt mir versprochen hat, mich zurückzurufen. Techniker war da, sagt, bei mir ist alles in Ordnung. Bitte schreibt euch das auf. Tauch, 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 tauch. Peter, es ist 4 Uhr morgens. Bei mir zu Hause ist alles in Ordnung. Jeder Anschluss funktioniert, jedes Kabel funktioniert, alles ist richtig eingesteckt. Halleluja! Der Anbieter sagt, bei uns ist alles in Ordnung, es muss am Kunden liegen. Wenn ihr denkt, dass das schon der Höhepunkt war, dann kommt jetzt die Krönung. Was hat die Frau dann gesagt? Was hat die Frau dann gesagt? Ich schicke Ihnen jetzt noch einen Router zu! Wollt ihr mich alle verarschen oder was? Also da ist mir auch richtig eine Synapse durchgebrannt. Da habe ich gesagt, ich mein's nicht gegen sie, aber das ist die größte Scheiße, die ich in dem ganzen Kontext jetzt gehört habe. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich will, dass jetzt mir wirklich mal jemand hilft. Wir versuchen natürlich alles, was geht. Und in der Zwischenzeit könnten wir ihnen einen WLAN-Router zuschicken mit SIM-Karte. Wäre natürlich kostenfrei. Wollt ihr mich komplett ver... Mir muss langsam mal jemand helfen, sonst muss ich mir einen anderen Anbieter suchen. Und dann sagt sie, also ist die Sonderkündigung ihr Wunsch, habe ich das richtig verstanden? Ist es das, was sie wollen? Was? Das ist jetzt, wir telefonieren seit einer halben Stunde, das ist das, was jetzt angekommen ist? Und ich war auch wirklich einfach, ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe sie aber natürlich nicht beleidigt. Dann sagt sie original, ja, also wahrscheinlich liegt es ja wohl daran, dass ich eine Frau bin und sie mir nicht glauben. Hä? Digga, ich habe doch niemals was dazu gesagt. Also ich verbiete mir, dass sie mir das unterstellen, dass ich das auf ihr Geschlecht schiebe. Ich habe nicht einmal was dazu gesagt, dass sie eine Frau sind, dass sie diesen Job nicht können. Hä? Was ist los mit ihnen? Scheiß drauf, ich leg jetzt auf. Dann habe ich mich dann nochmal zusammengerissen und habe eine halbe Stunde später nochmal angerufen. Das war, glaube ich, mein 19. Anruf, der davor war der 18. Ich sagte so, ja, weil ich habe denen dann gesagt, so was der Techniker gemacht hat. Und die ganze Zeit irgendwelche Witze erzählt und ich sitze da und denke mir so, du willst freundlich bleiben. Ja, ich hatte hier schon mal so einen Fall und hier und da. Also, sie wissen gar nicht, was die Leute alles machen und ja. Und ich denke mir so, Digga, bitte halt, bitte hör auf, bitte Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ich schicke Ihnen jetzt nochmal einen Techniker zu. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Fortsetzung folgt. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie lange sich die Scheiße hier noch zieht. Morgen kommt der Techniker. Mal schauen.